Hey Leute, was geht ab, euch und willkommen hier heute zu einem XXL Unboxing Battle. Karten vs. Sticker ist mal wieder angesagt, Leute. Die FIFA 365 Trading Card Serie darf ran gegen die FIFA 365 Sticker Serie. 7 Booster, 7 Stickertütchen auf jeder Seite sind am Start. Links die Trading Cards, 7 Booster, Leute. XXXXXL Unboxing Battle hier heute. Und wir schauen natürlich nicht auf die Stats, weil die Sticker natürlich keine Werte haben. Deswegen entscheide ich, welcher Spieler den Punkt macht. Und am Ende haben wir einen Gewinner. Entweder die Karten oder die Sticker. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst natürlich jetzt schon mal ein Like da. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir hier auf das heutige XXL Unboxing Battle die 200 Likes schaffen. Ich denke mal, das sollte überhaupt kein Problem sein für die Hashtag Packs Army, oder? Leute, wir starten mit der ersten Runde. Und ich bin gespannt, was wir jetzt hier so bekommen. Selbst wenn eine Serie schon 3-0 führt, kann die andere Serie trotzdem noch gewinnen. Hernandez, Mukanyo, oh, Robert Lewandowski, das ist ein Brett. Muss ich rauslegen. Marchesin, Wudenberg und Quadwo Asamoah. Ja, leichtes Spiel für mich. Ich nehme natürlich Robert Lewandowski. Und wenn jetzt nicht irgendein Messi, Ronaldo, Neuer oder so kommt, ist es das 1-0 für die Trading Card Serie. Pablo Insua, Lichtsteiner ist nicht schlecht. Kurzawa ebenfalls nicht, Sokrates auch nicht. Und hier so ein Mannschaftsfoto. Puh, das ist schwierig jetzt einen zu bestimmen, aber ich würde sagen, keiner würde es gegen Lewandowski schaffen. Ich würde schwanken zwischen den dreien hier, Lichtsteiner, Kurzawa und Sokrates, aber nee. Lewandowski macht das schon, definitiv. 1-0, die Trading Card Serie geht in Führung. Dann machen wir weiter mit der zweiten Runde. Angel Correa, Bazogok, Ramirez, Ruiz, Eric Bertrand, Bailly. Immer wenn ich den Namen höre, denke ich immer an den FIFA-Kommentator und Marquinhos. Die vier würde ich weglegen. Entweder Marquinhos oder Eric Gatrobay. Schwierig. Sind beides gute Innenverteidiger, definitiv. Aber ich würde sogar Bailly einen Ticken weiter vorne sehen als Marquinhos. Aber wir gucken uns erstmal die Sticker an. Weil hier kann ja auch nur Müll drin sein. Und dann ist es leicht für uns, hier eine Entscheidung zu fallen. Feldmann, Felipe Luis. Felipe Luis. Und jetzt haben wir ein kleines Problemchen, weil... Oh, Marquinhos gegen Felipe Luis oder Bailly gegen Felipe Luis? Aber ich entscheide mich da schnell, Leute. Ich sage, Felipe Luis ist besser. Ich finde den Linksverteidiger von Atletico Madrid besser als Bailly und besser als Marquinhos. Da werden jetzt viele sagen oder bestimmt einige sagen, ist Felipe Luis wirklich besser? Also ich finde den, ja, ist einer, wenn nicht sogar, okay, Marcelo ist der beste brasilianische Linksverteidiger, aber wenn es Marcelo nicht geben würde... würde Felipe Luis der Beste sein, in meinen Augen. Also Felipe Luis auch schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und das ist das 1-1. Oh, Timo Werner. Timo Werner ist ein Fußballgott. Varan ist aber in meinen Augen da doch noch ein bisschen besser. Oh, Hummels, Messi, Ribery, was ist das für ein Pack? Ja, wir haben natürlich unseren Spieler. Lionel Messi ist ganz klare... ist eine ganz klare Geschichte hier. Lionel Messi. Eigentlich kann man schon sagen 2-1. Es sei denn, wir ziehen jetzt hier Ronaldo. Weil dann kriegt Ronaldo den Punkt von mir. Oh, Flauschi-Sticker. FIFA 365. Geiler Sticker, aber bringt uns jetzt hier im heutigen Unboxing-Battle überhaupt nichts. Caligiuri. Wie heißt er hier? Fernando Prass. Serdar Tarski. Und Georgi Gikia. Alles klar, dann müssen wir nicht einen bestimmen. Ich würde jetzt hier vielleicht sogar Tusky oder Caligiuri bestimmen, aber nee. Da würden sogar alle vier alt aussehen, also zusammen im Komplettpaket gegen Messi, würden alle vier verlieren. Ja, 2-1. 2-1, die Trading Card Serie führt wieder. Und wir kommen zur vierten Runde. Die vierte Runde ist hier schon dran, Leute. Es geht echt schneller, als ich gedacht habe. Weil ich musste heute noch nicht so lange überlegen bei einer Entscheidung. Aber es kommt bestimmt noch. Gerade wenn ich sage, ist es jetzt bestimmt die Runde, wo ich ganz lange überlegen muss. Collins Fay. Dortmund-Logo, also schon mal keine Powerkarte. Als Spieler, aber Manuel Neuer. Nein, ich muss doch nicht lange überlegen, weil Manuel Neuer ist natürlich der beste Keeper auf der Welt.
mit Gianluigi Buffon. Bitter, dass Italien nicht bei der WM mit dabei ist. Ja, traurige Szenen nach dem Spiel gegen Schweden. Und traurige Sticker hier. Wen soll ich denn hier bestimmen? Ist eigentlich, nein, ich muss hier gar keinen bestimmen, weil Neuer eh besser ist als alle. Also das ist das 3:1. 3:1. Und jetzt muss die Sticker-Serie zuschlagen. Ansonsten war es das. Ansonsten hat die Trading Card-Serie schon vorzeitig gewonnen. Wollen wir das? Nein. Komarov. Dimitri Komarov. Miralem Pjanic. Das ist ein Brett. Felipe Melo. Luis Adriano. L92 und Almeida. Da bin ich definitiv mal bei der Powerkarte. Miralem Pjanic ist aber schlagbar. Wenn wir jetzt hier irgendeinen halbwegs guten ziehen und ich sehe ihn schon. Lionel Messi, Milestone. Dann hatten wir hier noch den Gandreva, Perotti, Kutepov und Insaurralde. Ja, Messi. Messi schlägt natürlich den Pjanic und das ist das 3:2. Die Sticker verkürzen wieder. Jetzt wird es hier nochmal richtig, richtig spannend, Leute. Die sechste Runde. Die vorletzte Runde ist angesagt. Au, 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 Leute. Au, 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 au. Seht ihr das? Seht ihr das? Und das ist wieder Lionel Messi. Das ist hier heute ein Messi-Unboxing-Battle oder was? Dreimal Messi schon insgesamt. Messi, Messi, Messi. Und ich denke mal, jetzt wird die Trading Card Serie punkten. Mandzukic hat man noch drin. Rashford, Vermeer, Quintero und Jetrichek. Es sei denn, ich ziehe jetzt hier auch Messi oder ich ziehe Ronaldo. Weil andere Spieler können es gegen Messi halt nicht aufnehmen. Juventus Turin Logo. Alario. Bale. Und Andrea Raggi. Gareth Bale gegen Lionel Messi. Und das ist doch mal ein überragendes Duell. Lionel Messi gegen Gareth Bale. Aber Leute, ich kann mich da nicht für den Waliser entscheiden. Ich muss Messi den Punkt geben und das ist, auch wenn Bale natürlich ein Top-Stürmer ist, ein Top-Spieler ist, hat ja seine Karriere begonnen als Verteidiger, dann Mittelfeldspieler und dann jetzt Angreifer. Im rechten Flügel oder im linken Flügel meistens unterwegs der Waliser. Ja, aber Messi ist in meinen Augen doch nochmal ein bisschen besser und das ist das 4:2 und die Trading Card Serie hat jetzt schon mal vorzeitig gewonnen. Aber wir öffnen natürlich noch den letzten Booster, die letzte Runde. Wir wollen ja wissen, ob es ja 5:3 ausgeht oder 5:2 ausgeht oder 4:3. Ja, so rum. Fail, Rüdiger. Bentancur. Faser. Kopczynski. Neukop und Thiago. Oh ja, Thiago, wieder ein Bayern-Spieler, Leute. Ihr seht es, Bayern-lastig, Barca-lastig hier. Aber, ja, die Clubs haben halt einfach mal die besten Spieler. Und wieso sollte ich diese Spieler nicht zum besten Spieler wählen? Das wäre ja unlogisch, wenn ich irgendeinen schlechteren Spieler bestimme. Also ich muss Thiago Alcantara hier bestimmen. Und schafft er es gegen folgende 5 Spieler? Okay, 5 Spieler können wir schon mal wegstreichen. Inter Mailand-Logo. Figuerea, Roa, Kevin Stutman, Ratja Nainggolan und hier nochmal 2 Winner-Sticker, Olympiakos und Benfica. Das ist der Pokal oder die Liga? Ich weiß es nicht. Hätten wir jetzt das Album am Start, könnte ich schnell reingucken. Das liegt aber da hinten, also gucke ich jetzt nicht rein, weil es heute auch ein Unboxing-Battle ist. Da wollen wir nicht ins Album gucken. Auf jeden Fall folgendes Duell jetzt nochmal zum Schluss. Thiago gegen Ratja Nainggolan. Sind beides starke Mittelfeldspieler. Das ist gar keine Frage. Und jetzt haben wir hier folgendes Problem, Leute. Wen soll ich jetzt hier einen Punkt machen? Die Trading Card Serie hat eh gewonnen. Deswegen gebe ich Ratja Nainggolan den Punkt. Und das ist das 4:3, Leute. Das war doch mal ein schönes, knackiges XXL Unboxing Battle. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Ihr müsst einfach unten auf den roten Button klicken und mich kostenlos abonnieren. Ihr müsst nichts zahlen und ihr bekommt halt immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Lohnt sich auf jeden Fall. Leute, 4:3 geht das Unboxing Battle hier aus. Wenn ihr mehr Unboxing Battles sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein, welche Serie soll gegen welche Serie antreten. Das könnt ihr mir auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Weil Leute,
Auch wenn ich nicht jeden Kommentar beantworte, ich lese aber so gut wie alle Kommentare. Das könnt ihr mir glauben, auf jeden Fall. Ja, 4-3. Messi hat insgesamt dreimal zugeschlagen. Lewandowski, Neuer, Philipp Luis und Ratja Nainggolan. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.